Hat er Sie geschlagen? Das, ja, natürlich hat er mich geschlagen. Also ich meine, die Gehirnerschütterung, ich setzte immer ab und zu aus und dann lag ich da. Und eine Schwester kam zu mir und dann meinte sie, Sie sind doch die Frau vom Dieter Bohlen. Und mir war das so peinlich. Und dann sagte ich, ja. Dann meinte sie, es ist mir auch egal, wer Sie sind. Keine Frau hat das verdient. Und das, ja, und das, ich will jetzt hier nicht so rumweinen oder so, aber ich wollte auch nicht über das Thema reden. Mir ist auch egal. Naja, irgendwie hat er eben Mann. Das ist eine Aufzeichnung, wir können auch eine Pause machen. Er hat halt gesagt, mein Vater oder mein Bruder hätte mich so geschlagen. Und als ich das gehört habe im Krankenhaus, habe ich... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich damals gedacht, irgendwie... Ich habe... Ja? Ganz kurz. Ja, kein Problem. Sonst eine Stunde Pause machen.